Weg zu unserer Wohnung hat sie doch auch gefunden. Dann ruf sie an. Ich habe ihre Handynummer nicht. Ja, erst hat sie sie mir nicht gegeben und dann war sie ziemlich schnell wieder weg. Christian Mann? Oh ja, das ist gut. Nee, kein Problem. Ich bin hier gerade direkt um die Ecke. Ich hol sie ab. Ja, danke. Olli, ich muss los. Ciao. Hey. Hey. Ich hab fast schon nicht mehr mit dir gerechnet. Tja, ich mit mir eigentlich auch nicht. Aber dann habe ich mir gesagt, wenn an der Sache nichts dran ist, dann habe ich ja nichts verloren. Und wenn doch, ist es doch besser, die Wahrheit zu wissen, oder? Ja. Außerdem wäre mein persönlicher Berater dafür, dass wir herkommen. Ist was? Klatsch. Es ist nur, dass du wirklich gekommen bist. Jetzt bilde dir aber bloß nicht ein, dass ich deswegen diese ganze Adoptionsgeschichte glaube, okay? Aber du könntest dir zumindest vorstellen, dass ich dein Bruder bin. Alles andere können wir ja noch sehen. Diese Clara Dingens da, hast du zu deinem guten Rat? Du meinst Clarissa von Anstetten. Oder so, ja. Ist quasi meine Chefin. Gehen wir? Ja, du, so leicht ist das leider nicht. Ja, hallo, hier ist Oliver Sabel. Ich brauche einen Termin bei Frau von Anstetten. Dringend. Hallo. Hallo. Ich bin Christian Mann. Ollis Mann. Ollis was? Olli und ich, wir sind verheiratet. Okay. Ich bin Bella. Hi. Hallo. Ja. Bella? Christian, mein Mann? Bella. Ihr habt euch schon. Wir haben einen Termin bei Clarissa. Dann kann sie uns vielleicht mehr über meine leibliche Mutter sagen? Sie könnte, aber ob sie es auch tun wird. Ja, wie gesagt, nur gelegentlich. Deine Sache wäre das nicht so, oder? Den überteuerten Kleiderständer für überteuerten Glitzerkram geben? Nee, nicht wirklich. Bist du jetzt beleidigt? Ach Quatsch, es ist nur. Das Reden überlässt du gleich am besten mir. Warum? Glaubst du wirklich, ich sag ja als erstes, was ich über den Laden hier denke? Hey. Naja, zumindest haben wir das Überraschungsmoment auf unserer Seite. So Überraschung? Wir hatten doch einen Termin. Na, ich habe einen Termin, von dir weiß ich gar nicht. Na, super. Keine Panik. Wofür hast du einen großen Bruder? Hey, ob du mein Bruder bist, ist noch lange nicht geklärt, okay? Das finden wir jetzt raus. Hier bin ich. Pünktlich zum Termin. Nicht zu übersehen. Und ich habe auch noch jemanden mitgebracht. Bella Jakob. Hallo. Sie kommt sich wohl ziemlich clever vor. Sie hätten uns doch nie empfangen, wenn ich Ihnen den wahren Grund gesagt hätte. Zu diesem Thema ist alles gesagt und jetzt entschuldigen Sie mich. Wir bleiben. Herr Sabel weiß, was Trotz bei mir bewirken kann. Und Sie wissen nicht, wie hartnäckig ich sein kann. Gehen Sie jetzt freiwillig, oder? Ich habe erst vor ein paar Tagen erfahren, dass ich vielleicht adoptiert wurde. Können Sie sich ansatzweise vorstellen, wie es mir gerade geht? Dann verstehen Sie doch vielleicht auch, dass ich wissen muss, was an der Sache dran ist und wer meine Mutter ist. Ich kann dazu nichts weiter sagen. Sie wollen dazu nichts sagen. Ich habe meiner Freundin damals versprochen, ihren Namen niemals preiszugeben. Aber ich bin vielleicht ihre Tochter. Und dieses Versprechen schließt sie mit ein. Was ist denn mit meiner Mutter? Warum können Sie nichts sagen? Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Sie finden allein hinaus.
Möchtest du auch einen Tee? Okay, wir haben Hagebuttentee, grünen Tee, Kamillentee, keine Ahnung, was das ist, aber es riecht lecker. Wie du dich fühlst. Wie ein Vogel, der aus seinem Nest gefallen ist. Wie wär's mit einem Vogel, den man gerupft und ausgeweidet hat und über dem Feuer rüstet? Ich hab meine Mutter geliebt, weißt du? Wirklich geliebt. Und es tat so weh zu sehen, wie sie jeden Tag weniger wurde und schließlich am Krebs gestorben ist. Und jetzt erfahre ich, hey, die Frau, um die ich getrauert habe, das ist überhaupt gar nicht meine Mutter. Meine richtige Mutter, die will anonym bleiben aus... Ja, warum? Wegen unangenehmen Fragen? Du hast keine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn das ganze Leben in die Luft fliegt. Also erzähl mir nichts von Vögelchen. Sorry. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie du dich fühlst. Ich bin normal wirklich nicht so eine emotionale Hohlfrucht. Und ich bin normalerweise auch nicht so ein Sensibelchen. Aber weißt du, der Gedanke, dass da draußen meine Mutter rumläuft, also meine richtige Mutter, das... Wie wär's jetzt mit einem Tee? Gerne. Schwarz. Okay. Oh, das ist mein Chef. Er fragt, ob ich morgen wieder in der Tischlerei bin. Wie lange könntest du denn noch Urlaub nehmen? Naja, wenn ich sage, es ist eine dringende Familienangelegenheit, noch ein paar Tage. Aber wozu? Meine freiwillig wird diese von Anstetten wohl nichts mehr rausrücken und kann ja schlecht eine Knarre an den Kopf setzen. Vielleicht doch. Bella, wir bringen die menschliche Knarre zum Einsatz. Was? Erklär ich dir später. Ruf du deinen Chef an, wie lange du frei haben kannst. Olli, ich...